Ich würde sagen, wir versuchen mal Folgendes. Wir haben ja diesen Auftrag hier von unserem Chef. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Ja, oder auch nicht. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich glaube, ihr könnt rein. Aber ja, seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Ja, na klar. Unnötig rätselhaft ist auch geil. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren? Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Alles klar. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du... was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Okay. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Eisblock? Red kein dummes Zeug. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti. In Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Quentin. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Ja, danke. Überlassen alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Ja, er hat definitiv mit Godzilla gekämpft. So können wir die jetzt noch ein bisschen ausfragen, befragen, wie auch immer. Wisst ihr, ich habe mich einmal mit einem siamesischen Zwillingspudel verabredet. Ich glaube, das wäre zweimal, Sam. Was kann ich für euch tun? Gibt es noch mehr, was ihr uns über den entflohenen Yeti berichten könnt? Nun, er ist unser Yeti. Er flüchtete. Er ist eine Geisel der Menschheit. Was müsst ihr denn sonst noch wissen? Er hat recht, Sam. Ich glaube nicht, dass mein Schädel auch nur ein Quäntchen mehr an Informationen aufnehmen kann. Geisel der Menschheit. Ja, nee, ist klar. So nur ein Yeti. Was könnt ihr uns über Trixie erzählen? Sie ist eine sehr fürsorgliche, sensible junge Frau. Wenn ihr euch für so etwas überhaupt interessiert. Sie sang Folksongs mit den anderen Entarteten in ihrem Wohnwagen. Habt ihr je Folk aus New Jersey gehört? Nein. Ihr möchtet es auch gar nicht. Oh, da war noch etwas. So ein Jersey-Ding. Sie mag Männer, die der Freiheitsstatue ähnlich sind. Grün und rostig? Groß und beschränkt. Wer waren diese Kerle, in die wir vorhin beim Eingang gerannt sind? Welche Kerle? So ein kurzer Typ mit mächtig viel Haar. Der andere war so ein langer mit großen Händen. Oh, ihr müsst von dem international bekannten Plattenstar Conroy Bumpus reden. Und sein Assistent, Lee Harvey. Bumpus? Wer ist Conroy Bumpus? Er ist ein Strolch. Verrückt. Und ein Country-Sänger, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, er wollte Bruno und Trixie von uns kaufen. Junge war der geladen, als er rausfand, dass wir die beiden nicht mehr hier haben. Ja, ich meine, verkaufen ist auch irgendwie so ein bisschen... Ja, schön, ich weiß nicht. Zurück zur Yeti-Jagd. So, was haben wir hier? Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max.
Ja, ich glaube, das ist so ein Insider. Ich glaube, dafür müsste man die Programmierer von hier kennen, optisch oder so. Man or Chicken Dumpling. Hallo? What? Hallo? What? Hallo? Er sieht köstlich aus. Mensch oder Hühnerkloß? Ja. Menschliches Rätsel. Okay. Hätte gedacht, menschlicher Wasserhahn. Hallo? Okay, da tun wir uns nicht an. Ich glaube, ich weiß, wo die Reise hinführt. Insekten, Junge. Hi. Die wollen alle nicht mit uns reden, glaube ich. Hi. Hallo. So, was haben wir hier noch? Jesse James abgetrennte Hand. Und sie zuckt noch. Ja. Die nehmen wir mal mit. Hier noch irgendwas? Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Ja, man nimmt seinen Kopf und bringt ihn zu so einem Zirkus-Ding. Ja, würde ich sagen, gehen wir hier mal nach hinten und gucken uns mal ein bisschen um. Tunnel of Love. Tunnel of Love. Ich glaube, dass dieser hässliche Schwan früher mal ein hübsches Entlein war. Genau. Genau so muss es gewesen sein. Tunnel der Liebe. Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Ja, dann mal auf. Mal gucken, was im Tunnel der Liebe so los ist. Lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Milton. Der Himmel ist ein Ort, wo nie etwas passiert. David Bryan. Absolut. Wow, was für eine liebevolle Nachahmung von Evelyn Morrisons Klassiker, Die Rache des Kiemenkerls. Du solltest wirklich öfter ausgehen, Sam. Was ist hier? Max liebt solche romantischen Augenblicke. Was? Max liebt solche romantischen Augenblicke. Aber zu denen sagt er nichts, oder was? Ah ja. Gut, schön. Gott sei Dank reagieren unsere heutigen Führer etwas zurückhaltender auf konträre Meinungen. Hätte ich hier vielleicht jedes Einzelne anklicken müssen, sondern das war gar nicht das Ganze. Na naja, okay. Gut, das wusste ich nicht. Wir müssen da später sowieso nochmal rein. Das ist schon mal so kleiner Spoiler-Alert. Das hat nichts gebracht. Vielleicht sollten wir später wiederkommen. Mein Haseninstinkt sagt mir, dass wir noch nicht richtig ausgestattet sind, um es mit den Schrecken dieser Fahrt aufzunehmen. Das ist richtig, aber ich weiß nicht, wo wir das herbekommen, was wir brauchen. Das wird sich hier im Laufe des Spiels aber zu 99% zeigen. Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Kerl hochgradig professionell wäre, hätte ich jetzt eine tierische Angst. Ja, dann sprechen wir doch mal mit ihm. Hey, du da mit den Tattoos. Was? Was kannst du mir über das Leben erzählen? Ich mache es einmal im Monat. Oh, du bist ein großer Junge. Deshalb sitze ich auch hier die meiste Zeit. Geht ihr Typen alle zum gleichen Tätowierer, oder was? Um ehrlich zu sein, das sind keine Tattoos. Meine Haut ist so. Ja, Alter. Was weißt du über Bruno den Yeti? Wer will denn das wissen? Wir sind die Freelance Police und wir sind in einem Rennen um Leben und Tod. Und wir sind barfuß. Alles, was ich über Bruno weiß, ist das, was die Cashmans mir erzählt haben. Nun, das war jetzt eine nutzlose Aussage. Aber vielleicht solltet ihr mal den Tunnel der Liebe versuchen. Ein Gerücht besagt, dass einer von Brunos Kumpeln da drinnen ist. Och, lass uns gehen, Sam. Ach, verschwinde. Hast du eine Ahnung, was mit Trixie passiert sein könnte? Trixie? Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Scranton? Nein, Trixie, der sprechende Pudel. Sie war mein bester Kunde. Sie konnte mit dem Kehl der Tragödien stundenlang fahren, ohne Unterlass.
Ich liebte es, wenn ihr Hals vor- und zurückwippte, wenn ich den Kehl voll aufgedreht hatte. Dein Sadismus beweist deine Professionalität. Ein Cone of Tragedy, jetzt sieht's erst. Ja genau, Alter. Ich und mein Partner würden gern mit dem Kegel der Tragödien fahren. Das ist richtig. Wir haben unseren Lebenswillen verloren. Ich weiß nicht recht. Ach zum Teufel. Ihr zwei seht aus wie sorgsame, friedliche Vierbeiner. Genau. Hängt euch selber auf und ich schmeiß den Kegel an. Dann schmeiß mal den Kegel an, wa, ey? Original Berliner, wa? Oh, los geht die wilde Fahrt. Okay. Das ist also ein Schweizer Taschenmesser. Ich sagte ja wilde Fahrt. Ja, okay. Okay. Ist dieses andere wild, oder? Genau! Ja, natürlich! Das. Ja. Aha. Was hat er denn jetzt? Genau so funktionieren Herz-Lungen-Wiederbelebungen. Auf jeden Fall. Ach, schön. Ich fühle mich auf tragische Weise leer. Ich auch. So, als ob ein wichtiger Bestandteil meines Innern aus mir herausgerissen wurde. Lass es uns gleich noch einmal tun. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht später, Kamerad. Hey, was ist mit meiner sorgsam gefüllten Kiste voll Zeugs passiert? Ja, das Max-Bild ist ja noch da geblieben. Also sprechen wir ihn doch nochmal an. Entschuldige uns, aber wir brauchen Hilfe. Und weil du so überhaupt nicht geistig ausgestattet zu sein scheinst, gehirnmäßig, kommen wir zu dir. Hä? Wo ist denn all mein cooles Zeugs hin? Das muss aus deinem Mantel gefallen sein, während ihr Spaß gehabt habt. Hier ist ein Berechtigungsschein für das Pfundsachenzelt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, hier ist Trixi. Keine Ahnung. Bratz das Vieh. Es ist eine goldfischglasmäßige Vergrößerungslinse. Mein Kopf sieht sowieso schon wie ein Goldfischglas aus. Die nehmen wir mal mit, die Linse. Es ist eines dieser Kirmesspiele, die man unmöglich gewinnen kann und die einen finanziell ruinieren. Ich liebe den Kapitalismus. Da gibt's ja jede Menge von. So, lass uns mal eine Runde Bratz das Vieh spielen. Gucken, ob ich das nochmal kann. Oder ob ich das kann. Nee, siehst du, geht nämlich schon los. Ich kann das nämlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau. Wir müssen das spielen, um an irgendwas zu kommen. Irgendwas zu öffnen oder so. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir dafür einen bestimmten Score brauchen. Sag mal, je häufiger die treffen, umso angeschossener sehen die aus. Kann das sein? Ah, hier, Hit 20, Win, 35, Sieger. Okay. Ich habe etwas gewonnen. Ja, siehst du, sehr geil. Dann nimm das mal mit. Was ist denn das? Hey, dieser beschissene Preis hat ja gar keine Birne. Ah, wir brauchen eine. Ah, jetzt kommen meine Erinnerungen auch gerade wieder. So, wir gehen hier mal weiter. Kommen wir hier jetzt bei Trixi rein irgendwie? Ich sollte mich vielleicht erst einmal um das Vorhängeschloss kümmern. Ah, okay. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Es ist eins von diesen Schlössern, die man in Filmen immer aufballert. Ich glaube, das Schloss wurde schon dazu benutzt, mich am Betreten des Wohnwagens zu hindern. Okay, vielleicht finden wir ja noch irgendwie einen Schlüssel oder so. So, wo geht's jetzt hier hin? Ah, hier geht's wieder zu den beiden. Dann gehen wir hier auch wieder gleich raus. Huch. Dann würde ich sagen, wir gehen hier hinten. Also irgendwo muss ja auch noch dieses Zelt sein. dieses Zelt, wo ich mein Zeug wiederkriegen müsste. Lost and found. Was hier? Ein Hau den Lukas. Es schüttelt mich bei dem Gedanken an die unzähligen Liebespaare, die dieses schreckliche Gerät getrennt hat. Ich glaube nicht, dass ich die psychotischen Kräfte besitze, um die Glocke klingeln zu lassen.
Hey, Max. Was? Kannst du die Glocke klingeln lassen? Sicher. Einfach nur mal so. Keine Ahnung, irgendwas in mir hat gesagt, dass ich das machen muss. Du bist mein Held, kleiner Freund. Okay, doch nicht. So, dann gehen wir hier mal rein. Um Himmels Willen. Nichts Persönliches, aber Sie sind die hässlichste Person, die wir je gesehen haben. Nun, es gab da diese Konferenz für Entwickler von Computerspielen. Habt ihr etwas verloren? Ich habe einen ganzen Haufen gesammeltes Zeugs verloren. Sie müssen mit unglaublichen magischen Fähigkeiten ausgestattet worden sein, die ihre körperlichen Mängel wieder wettmachen. Schlechter Tausch. Habt ihr einen Berechtigungsschein? Sicher. Wartet hier, während ich mal das Lager durchwühle. Nun, sicher ist der ganze Kram, den wir heute beim Kegel der Tragödien fangen, Gott, alles euch. Ich fühle mich wieder vollständig. Okay, haben wir noch irgendwas dazu bekommen? Ich meine nämlich ja. Ja. Es ist ein starker Kühlschrankmagnet, auf dessen einer Seite Welt der Fische steht. Ich frage mich, wie das hier reingekommen ist. Ah, und wir haben einen neuen Ort, den wir bereisen können. Aber bevor wir den bereisen, müssten wir... Ja, müssen wir erstmal noch woanders hin. Und zwar einmal nach Hause. Weil irgendwo, und ich meine, das war zu Hause, irgendwo haben wir nämlich was vergessen mitzunehmen. Ja, kann ja eigentlich nur hier zu Hause gewesen sein. Wo denn halt sonst? Also gehen wir hier nochmal rein. Irgendwo muss er doch jetzt theoretisch eine Glühbirne... Eine Glühbirne haben, herholen, wie auch immer. Kommen wir hier noch? Ah, guck mal hier, hier geht's noch weiter. Das ist Max Kakerlaken-Schaukasten. Komm her, hier haben wir eine Glühlampe. Ja, natürlich ist das sein... Oh nee, ey. Wo ist denn die Tasche? Die passt perfekt. Siehste, dann haben wir das Rätsel auch gelöst. Naja, was heißt Rätsel? Relativ, ne? So, geht hier noch sowas? Sonst noch was? Nee, mehr war hier nicht. Okay, dann, Moment. Nee. Ja doch, I geht auch. Okay. Ich würde das Glas gerne öffnen. Und wir erinnern uns, dieser Snacky-U-Verkäufer. Nee, Verkäufer ist er ja nicht. Student, Absolvent, was auch immer. Sagte uns ja, dass alle Snacky-U irgendwie besonders stark sein sollen. Beziehungsweise Gläser aufdrehen können. Und da würde ich sagen, wir gehen einfach mal zu einem Snacky-U unserer Wahl. Denn wenn ich mich recht erinnere, ist es egal, wohin wir fahren. Die machen das alle. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal zu dem hier nach unten. Die Mutter aller Krabbenväter. Genau, die Mutter aller Krabbenväter, so ist das absolut richtig. Also die Läden sehen alle von innen gleich aus. Das habe ich auch noch so in Erinnerung. Das Einzige, was ist... Sein Gesicht verändert sich und draußen verändert sich ein bisschen was. Du bist ja schrecklich nett für einen, der nur sein Existenzminimum verdient. Alle Snacky-U-Absolventen müssen Kurse in exzessiver und garantierter Nettigkeit belegen. Aber genug von mir. Was kann ich für euch tun? Hey, können Sie das hier für uns öffnen? Sicher. Das Glas, das ich nicht öffnen kann, muss erst gefertigt werden. Kann ich ansonsten noch was für euch tun? Er ist einfach mein Held. Was weißt du über Yetis? Nur, was ich in Bild am Sonntag über sie gelesen habe. Sonst noch etwas? Bild am Sonntag. Was ist das hier? Eine Schachtel mit Snackys weltberühmten Pika-Nusspralinen. Geliebt von allen Fernsehsüchtigen in der ganzen Welt. Sonst noch etwas? Nö, sonst eigentlich nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das zu hören bekomme. Tja, ich tippe mal auf oft. Sehr oft. So, dann würde ich sagen, ja, was machen wir jetzt am besten? Gehen wir nochmal zurück zur Kirmes? Oder? Ja, pass auf, wir fahren jetzt zur Kirmes.
Und dann, wir haben jetzt ja diese Taschenlampe. Und dann gucken wir mal, was wir mit der Taschenlampe so reißen können.